Boss hat auch keine Zeit für dich. Wie viel haben wir denn da? 2, 4, 6, 8. Eieiei, gibt's ja keinen anderen Weg raus. Na. Kann ich die irgendwie... Ja, natürlich ist er hier. Ihr habt doch gerade mit mir gesprochen. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Okay, das hat aber nichts gebracht. Geht das vielleicht? Wieso kann ich den nicht einfach da runterziehen? Naja. Okay, hilft alles nichts. Wir müssen anscheinend einmal darüber. Oh, Gebiet sichern. Na gut. Weia, das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Ich gehe nochmal wieder zurück. Ja. Na, jetzt komm doch. Gar nicht mal so leicht. Gar nicht mal so leicht. Aber, all erledigt. Die Energie lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das könnte... Ah ja, jetzt mal... Warum bin ich nicht voll? Hm? Warum nicht voll? Das wäre doch perfekt. Ist hier auch wieder was los? Jetzt sind wir wieder hier. Sind wir hier richtig? Nee. Nee. Wir müssen da lang. Hier und dann... Links. Die Tür hatte ich irgendwie nur auf dem Kieker, weil die direkt hier in der Einflugschneise lag. Ach, hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Oder hat sich hier was geändert? Ne. Mann. Okay, dann, hier... Da müsste noch irgendwie so ein Lüftungsschacht oder sowas sein. War da nicht so? Ach, der. Genau. Auffälliger geht's ja nicht. Oh, Killer Croc, das wird auch was. Ach, jetzt sind wir wieder hier und... Bringt uns das was? Ich meine, das Ding da oben lag doch auch wieder nur... Bin ich überhaupt richtig? Sag mal. Ja doch, ich muss hier wieder durch. Da oben war ja auch noch so ein Teil. Vielleicht kommen wir da jetzt sogar dran. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube... Hä? Was quatscht er denn jetzt dazwischen? Ich glaub's zwar nicht, aber ich will noch mal einmal nachgucken, ob wir da jetzt mit diesem Line Catcher oder wie der hieß, da hinten dran kommen. Nee, dafür musste ich da hoch. Dann da rum. Sind die Rätsel vielleicht so gemacht, dass man da wirklich... Naja, es bringt uns gar nichts. Dass man da wirklich erst dran kommt, wenn man eine komplette Ausrüstung hat. Das sieht mir fast danach aus. So. Das kann ich jetzt aber wirklich noch nicht versprechen, ob ich dann... Gefluteter Korridor schon wieder... Ah. Nee, von da kommen wir ja hier hoch.
dass ich im Anschluss nochmal die ganzen Secrets und so mache. Ich glaube eher nicht. Dann würde ich eher entweder zum nächsten Teil überschwenken, also zum, was war das? Arkham City. Oder aber eine andere Spielereihe oder Spiel. Hey, leck mich, Fledermaus! Wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ja, jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Wieso kommst du nicht rüber und stopfst uns? Mach ich doch. So. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, war Leute. Haha. Strom wieder angestellt. Wow, ich bin beeindruckt. Nicht. Ach scheiße, den hätten wir direkt mitnehmen können. Er hat seine Formel. Jetzt warten wir, dass Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Stell dich an. Ich bin der Erste. Zack. Schon wieder so viele. Mann. Und auch schon wieder die gleiche Stelle. Ja, keine Chance. Keine Chance. Er ist ganz oben in den Baumwipfeln. Wie wir es von diesem fliegenden Schädling gewöhnt sind. So aus, als ob euch da oben ein Geschenk hinterlassen hat. Okay, das ist aber ein bisschen Resteverwertung hier, ne? Also echt jetzt. Drei Gegner geordnet, drei bewaffnet. Gucken, ob ich den von hier kriege. Ich habe jemanden gefunden. Ja. Finders Keepers, sage ich dann nur. Was ist mit dir passiert? Ja, was wohl. So, ihn aber, oder? Ach, Mann. Dann ist er aber gerade allein. Was machen wir jetzt? Halt's Maul und such weiter. Lass ihn hier. Schwärmt aus und findet die Fledermaus. Was machst du da? Ah! So. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Ne, nicht den Line Launcher, ihn. Komm schon! Ich komme immer durcheinander. Zack. Mal ein bisschen für Ruhe sorgen hier. Schnellmerker. Er ist gerade sehr nervös. Den kriege ich aber nicht von hier oben. Oh, wenn der jetzt hier hochkommt. Ich werde hier sterben und keiner erfährt es. Genau. Naja, sterben nicht. Aber du wirst ja zumindest bewusstlos und keiner bemerkt es. Schlaf schön. Okay. Das wären die. Dann muss ich jetzt... ich gucke jetzt dahin. Da müssen wir raus, ne? Hier raus. Jawohl. Sehr schön. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verletzt. Unglaublich, dass du die arme Eichweine in ihren Garten gelassen hast. Sie sah so traurig aus. Ja, so bin ich halt. Oh. Ich habe einen guten Tag gegeben. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich ihr noch eine geben? Ich glaube, sie wird es. Sie werden dich nicht umsonst Ivy oder Liebling. Ehrlich gesagt, hatte ich auf eine 10 Meter hohe Killerpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer, was man will. Okay, was macht er da gerade mit Ivy? Oh. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft.
Eine wundervolle Zukunft. Aha. Höchst interessant. So. Kommen wir denn hier raus? Ach, dahinter. Das war sehr angenehm. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Sieht aus, als ob die Pflanzen weiter mutieren. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Okay. Überall Ranken, tödliche Sporen und ein, wie ich hoffe, gespeichertes Spiel. Das heißt für mich... Oh, da unten ist jemand. Ich kann ja schon mal einen Blick riskieren. Aha, aha. Oh, rote Sporen, die können wir da bestimmt zum Platzen bringen. Aber, wie gesagt, das Spiel wurde, glaube ich, hoffentlich gerade gespeichert. Da unten war zumindest gerade ein Symbol. Und das heißt für mich, die Aufnahme werde ich jetzt hier beenden. Und bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge oder nach dem Schnitt, je nachdem. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein soweit. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. So, hallihallo, weiter geht's. Und stimmt, ich wusste jetzt nicht, wo wir aufgehört haben. Jetzt weiß ich's wieder. Dank der Zwischensequenz, die jetzt gerade nochmal lief, die ich euch natürlich erspart habe. Und wir haben neue Gegner. Wir haben weiterhin die Verrückten, aber auch diese Dinger. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir denen ein Herr werden. Okay, wir sehen sie zumindest. Oh, oh. Können wir die irgendwie platt kriegen? Damit wahrscheinlich nicht. Damit. Nein. Komme ich da einfach dran vorbei? Okay. Wir können dran vorbeilaufen. Ob das gut ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber die haben ja... Achso, das Cape flattert. Die haben ja schon eine begrenzte Reichweite. Aber die haben auch so... Und? Praktisch. Oh. So, patsch. Gut, die haben hier auch so komische rot leuchtende Dinger, ne? Kann man die vielleicht, wenn die sich öffnen? Nee. Ah, da tut sich gar nichts. Naja, nun gut, okay. Was müssen wir denn hin? Wir müssen das Anti-Titan-Präparat synthetisieren. Stimmt. In Killer Crocs Versteck Pflanzensporen sammeln. Ach ja, das war ja, da war ja was. Und in der Arkham Villa mit Aaron Cash reden, das ist das zweite. Okay, und die Arkham Villa. Er zeigt jetzt zumindest an, wir sollen hier in die Villa schon mal rein. Dann machen wir das doch. Das wäre dann hier lang. Hier, oder? Moment, da klappert doch wieder was. Die nehmen wir natürlich mit. Klappert sonst noch was? Nee. Hier brennt's. Einmal direkt da hoch. Geht das Ding trotzdem auf? Nee. Und hier hoch? Sind wir, glaube ich, richtig, ne? Kommen wir auch gar nicht mehr durch die Haupttür rein, weil da jetzt so ein riesen Rankending vorsteht. Eingangshalle der Villa. Und ach du meine Güte. Naja, nun gut. Aaron Cash sollte... Ist das giftig? Darf ich mal versuchen? Jo, es ist giftig.
Zum Glück können wir dem entkommen. Gibt es denn hier sowas wie ein Lüftungssystem oder so? Lüftungssystem. So wie in dem einen Labor, aber wahrscheinlich nicht, ne? Warum sollte es in einer Villa ein Lüftungssystem geben? Hier oben irgendwas? Kommen wir da irgendwie lang? Machen die was? Nö, das interessiert die überhaupt nicht. Einmal zurück. Da müssen wir wohl doch wieder raus. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und gut vergraben. Können wir hier vielleicht irgendwas sehen? Nein. So, ging da nicht auch ein Weg in die Villa rein? War das nicht so? Einmal kurz gucken. Durch den Baum durch und hier hoch. Vielleicht finden wir doch noch das versteckte Rätsel vom Riddler, wobei... Naja. Meine Einstellung zum Riddler sollte inzwischen klar sein. Okay, das ganze Level hat sich verändert. Das finde ich schon mal gut. Aber... Kann man die vielleicht in die Luft sprengen? Warte. Ach so, man kann... Warte. So. Ah, alles klar. Man kann einfach hingehen und der eine reinballern. So, dann warten wir kurz, bis der sich hier öffnet. Der Sack. Machen das Ding kaputt, gehen hin. Watch. Lecker. Oh, hallo? So, hier. Katze im Hintergrund. Das ist doch aber die Villa, ne? Aber vielleicht brauchen wir dafür doch erstmal das Anti-Titan-Präparat. Und das finden wir in Killer Crocs Gedönsrad. Ich frage mich... Ich frage mich immer noch, wie ich hier auf die andere... Batman zeigen? Ja, das ist Batman. Ich zoome raus. Ah, so kann man auch zoomen. Okay. Wie komme ich denn jetzt hier zum Beispiel auf die anderen Karten? Kann ich hier vielleicht mit den Pfeiltasten? Ne, da kann ich auch nur scrollen. Wo war das denn jetzt? Wo mussten wir hin? Unterirdisches System? Nein. Das Dwayne Tech wollte ich auch nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin hier für Killer Croc? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe jetzt dummerweise auch nicht in die Aufnahme vorher geguckt. Ich bin mal wieder direkt nach Hause gekommen und habe mich hier reingestürzt. Ich lerne es halt auch nie, ne? Es ist ja... naja. Arkham Asylum remains under lockdown. Its staff at the mercy of the rampaging inmates. Come here, can't get them off!